Hallo zusammen. Ich habe euch ja schon mal den Kreuzdorn-Zipfelfalter vorgestellt, Satyrium Spinny. Ich werde euch das Video nochmal verlinken. Und heute nur nochmal ganz kurz ein schönes, wirklich ein sehr schönes Beispiel einfach zeigen. Ich befinde mich an einem nach Süden gerichteten Trockenhang, kann man eigentlich sagen, also sehr viel auf dem Boden, sehr viel Steine, sehr mager und sehr heiß vor allen Dingen. Und hier befindet sich ein Kreuzdorn. Diese kleine Busch, den ihr hier seht, ist ein Kreuzdorn. Und ich möchte euch nur mal kurz die Eier noch mal zeigen. Also ich habe euch das Beispiel letztens im Winter vorgestellt. Das ist natürlich auch viel besser zur Eiersuche geeignet, einfach weil die Blätter nicht dran sind. Und damit fällt es viel leichter. Aber nichtsdestotrotz, man kann auch jetzt im Sommer die Eier schon finden. Ihr seht es jetzt hier gerade schon, hier in dieser Astgabel. Habe ich euch hier damals schon vorgestellt. Also in den Astgabeln hauptsächlich sind die Eier zu finden von Satyrium Spinny. Hier sind es 4 Stück. Das ist ein sehr typisches Beispiel, wirklich sehr trocken warm. Mehrere Eier zusammen in der Astgabel. Also ein perfektes Beispiel eigentlich. Und ja, so sind hier überall Eier zu finden. Also man hat, wenn man hier mal reinschaut, hier ist mal noch eins zum Beispiel. Das ist ja ein einzelnes Ei, ist eher untypisch, aber es sind trotzdem hier viele, wenn man wirklich mal den Ast durchschaut, hier oben sich jetzt spontan noch eins in der Astgabel drin. Also es sind Dutzend in diesen kleinen Bäumchen hier. Was ich euch aber auch noch zeigen möchte, es gibt natürlich auch untypische Beispiele. Und das ist so ziemlich das Untypischste, was ich jemals gesehen habe. Wir sehen hier ein Ei auf der Blattoberseite. Das ist insofern super skurril für einen Zipfelfalter, weil die Eier theoretisch überwintern. Das heißt, das fällt mit dem Blatt nach unten, wenn es dann im Herbst sich ablöst. Und das ist natürlich für einen Zipfelfalter der Tod im Endeffekt. Also mit dem Blatt, wenn es einer unten fällt, hat die Raupe keine Chance, kein Futter mehr. Das heißt, die Raupe wird zugrunde gehen, ziemlich sicher. Und das ist doch sehr untypisch. Also wenn jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht hat, kann er es mir gerne mal schreiben, das würde mich interessieren. Habe ich bisher so noch nicht gesehen. Also dass wirklich ein Zipfelfalter auf der Blattoberseite ist schon sehr, sehr skurril, finde ich. Aber ja, an sich trotzdem ein schönes Beispiel. Sehe ich hier gerade nochmal, also wirklich überall Eier. Hier sind es 3, aber die sind schon geschlüpft. Also man sieht, die sind, die haben ein Loch in der Mitte, also sind ein bisschen dunkler in der Mitte. Das ist das Schlupfloch. Da sind dann Raupen oder Schlupfwespen, je nachdem, rausgeschlüpft. Und darüber gleich nochmal 3, 4 Stück. Da seht ihr es. Und hier daneben ist wieder eins. Also wirklich sehr, sehr viele Eier. Das ist auch typisch für einen Kreuz- und Zipfelfalter, wenn er Eier legt. Dann wirklich eine hohe Anzahl. Man muss aber auch dazu sagen, es schlüpfen nur aus den wenigsten überhaupt Raupen, weil die Parasitierungsrate bei der Art extrem hoch ist, so wie ich den Eindruck habe. Insofern werden da vielleicht von den Dutzenden Eiern oder von den 100 Eiern, sagen wir mal, keine 10 wahrscheinlich überhaupt schlüpfen als Raupe. Aber ja, nur so viel nochmal ganz kurz als typisches Beispiel für den Kreuz- und Zipfelfalter.